Margaret hatte ganz andere Aufgaben als die Königin. Sie konnte sich mit Leuten umgeben, die nichts mit der königlichen Familie zu tun hatten. Sie kannte keine Künstler oder Schauspieler. Erst durch Tony lernte sie diese Leute kennen. Das hat ihr die Augen geöffnet und der Königsfamilie auch. Wir haben die Beatles gesehen, umgeben von einer Masse schreiender Teenager. Die Beatles waren berühmter als die Royals. In den 60ern hatten diese fünf Jungs aus Liverpool mehr Bewunderer als die Königin und ihre Familie. Nach dem Konzert haben wir backstage kurz mit der Band gesprochen. Paul McCartney und John Lennon waren ausgesprochen unterhaltsam, sehr klug und amüsant. Laut Protokoll darf niemand vor der königlichen Familie mit dem Essen anfangen. George Harrison wusste das nicht oder er hat es ignoriert. Jedenfalls sagte der 21-Jährige zu Margaret: Tut mir leid, ich habe Hunger. Wir dürfen aber erst essen, wenn sie weg sind. Da hat sich Prinzessin Margaret wohl das einzige Mal in ihrem Leben gefügt und gesagt, dann gehen wir wohl besser. Und sie ist auch gegangen. Ein großer Sieg für George Harrison und die Demokratie.